dazu ein paar Innovationen als Gedankenmodell eingebracht haben. Ich bin überzeugt, man könnte wirklich mit einem ernsten Great Reset, um dieses Wort zu brauchen, über einen weltweiten Staatsbankrott, durchaus gesteuert, eine sinnvolle Ordnung ganz friedlich aufbauen, die den Menschen dient. Aber das ist offenbar aus meiner Sicht nicht gewollt, weil immer dieselben Funktionäre mit verschiedenen Masken, zwar immer wieder, mal sind sie rechts, mal sind sie links, und die sitzen immer an den Hebeln. Und große Teile der Menschheit sind in der Trägheit leider verblödet. Sorry, das muss ich so deutlich sagen. Die aktiven, geistesgegenwärtigen Menschen, die wir aber haben, die werden diese Transformation, die vor uns liegt, gut durchstehen können, während die jetzigen, sowohl die Führer des Great Reset, aber auch die träge Masse, die werden beide dabei rausfallen, aus meiner Sicht, aus dieser Schöpfungsarchitektur. Also so ist meine Sicht der Dinge. Also man muss hier erst einmal die Wirtschaftslage bzw. die Schuldensituation des Staates, also in diesem Fall der Bundesrepublik, analysieren. Und wir unterscheiden hier zwischen expliziten und impliziten Schulden. Wir reden immer davon, dass wir 2,35 Billionen Staatsschulden haben in der Bundesrepublik. Übrigens gegen wen? Gegen Banken und andere Kapitalsammelbecken. Das sind nämlich die Gläubiger, während der Staat ja der Schuldner ist. Aber dazu kommen natürlich noch die großen impliziten Schulden, die nämlich nicht diskutiert werden. Jeder, der zum Beispiel ein Unternehmen hat, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, und er sagt, er hat für seine Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung eingebaut. Das heißt, der Betrieb wird aus Dankbarkeit für die vielen treuen Jahre der Mitarbeiterschaft irgendwann den Mitarbeitern eine Betriebsrente bezahlen, dann muss diese Betriebsrente in irgendeiner Form natürlich auch heute schon in den Bilanzen berücksichtigt werden, in Form von einer kapitalisierten Summe. Wie viel kostet der uns eigentlich noch, wenn er normal alt wird? Da gibt es Sterbetafeln und so weiter. Das heißt, ein Unternehmen hat neben den direkten Schulden bei Banken zum Beispiel oder anderen Kreditgebern auch noch Schulden gegenüber den zukünftigen Rentnern, die aus der eigenen Mitarbeiterschaft heraus resultieren. Und da muss jedes Unternehmen sogenannte Rückstellungen bilden und dann auch entsprechende Rücklagen vorweisen, um das finanzieren zu können. Der Staat macht das nicht. Das heißt, die ganzen Renten, die für die Beamten noch erfolgen werden, werden nicht berücksichtigt. Kurz, würden wir die Schulden mal insgesamt hochrechnen, dann hätten wir über 7 Billionen Schulden. Ich würde eher auf 8 Billionen gehen und nicht 2,35. Das ist also schon eine ganz schöne Rundungsdifferenz. Und hier muss dann die Ursachenermittlung natürlich erfolgen, dass diese Ursache dafür die Umverteilung ist der Vermögenswerte durch das Zinssystem und durch die Spekulation. Ich will mal ein Beispiel nennen. Der Rockefeller zum Beispiel hatte Anfang des 20. Jahrhunderts ein ausgewiesenes Vermögen von 900 Millionen Dollar. Da wird nämlich oft etwas verwechselt. Heute zum Beispiel sind es 3,3 Milliarden Dollar.